Wir heißen Sie herzlich willkommen. Von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Attacke auf den Gegner. Also wenn hier einer glaubt, er könnte anfangen zu kloppen, dann ist er aber vollkommen auf dem Holzwege. Ein strenger Schiedsrichter ist das. Ja, definitiv. Das Gute ist, du hast es angesprochen, dass nicht nur wir hier oben auf dem Kommentatorenplatz das wissen, sondern die Mannschaft, die Trainer, die Spieler natürlich auch. Von daher kann man sich darauf einstellen. Den kennt man ja, wie er den Ball förmlich streichelt. Das ist ein Zauberer, Manni, ein Supertechniker. Jetzt greift er den Gegner an. Und schon wieder eine Grätsche. Und nun Lukas Podolski. Jetzt greift er den Gegner an. Balleroberung auf der Außenbahn. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Weiter geht's. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Lukas Podolski will den Ball nicht verlieren. Egal, wo der Ball herkommt, diesmal von der Seitenlinie. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Er versucht den Ball abzugrätschen. Da will und... Oh je, in der Haut des Assistenten möchte ich nicht stecken. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Ah, das ist abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Elmander. Ibrahimovic. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und da attackiert er ihn. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. So schießt er aus der Distanz und verursacht überhaupt kein Problem für den Keeper. Für dieses Foul sieht er gelb. Elmander. Stark gemacht. Aggressives Tackling. Souverän geklärt. Elmander. Oh, der sah gefährlich aus. Und weiter heißt es aufgepasst. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Er greift ihn hartnäckig an. Ja, da kommt was auf uns zu. Da könnte was drauf. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Das ist ein klasse Torwart. Ja, und nichts war es mit dem Doppelpack. Und schon wieder Eckball. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Mit schöner Kopfball, knapp drüben. Den habe ich drin gesehen, den habe ich drin gesehen. Die Torschussstatistik, sie sagt so einiges aus. Müller. Mesut Özil jetzt. Von ihm wird heute viel abhängen. Er muss nach vorne Akzente setzen. Mesut Özil, ein Künstler am Ball. Das muss es sein! Und der ist drin! Jetzt habe ich nur noch eine Frage.
Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Arne Friedrich. Jetzt schießt er und... Und Eckball gibt's. Sicher weggefaustet. Setzt sich schön durch. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Gut gemacht und jetzt weg damit. Gut geklärt von ihm. Das war der Pfiff. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Mesut Özil jetzt. Wo war er da mit seinen Gedanken? Der Ball ist ihm aus. Und nun Lukas Podolski. Ja, es gibt einen Wurf. Da bearbeitet er den Gegner. Das hätte eine böse Attacke werden können, aber Bastian Schweinsteiger springt einfach drüber. Ja, der Pass kommt an. Achtung, das Bällchen ist noch heiß. Die Zuschauer sind sauer. Die meisten haben da keinen Abseits gesehen. So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Er attackiert, er will den Ball. Da bearbeitet er den Gegner. Er greift und er ist drin. Ich weiß nicht, wie viele Chancen die gehabt haben. Irgendwie tendierte das gegen Null. Und jetzt machen die so ein Ding aus dem Nichts. Selten stimmte dieser Satz so extrem, Manni. Ein Tor aus dem Nichts. Vielleicht gibt es die Wende. Grätscht hinein. Ja, ja, und da sind sie schlicht im Weg. Müller. Miro Klose. Und da attackiert er ihn. Elmander. Ibrahimovic. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Miro Klose. Attacke auf den Gegner. Da geht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Schiedsrichter entscheidet, denn der war ja schon verwarnt. Zweimal gelb macht gelb-rot. Und das ist sowas von überflüssig. Es wird gewechselt. Komm, und jetzt ist alles wieder offen. Der trifft doch sonst nicht mal das Garagentor. Aber jetzt hat er zugeschlagen, Buschi. Ja, sieht man bei ihm äußerst selten, denn normalerweise liegen seine Qualitäten eindeutig hin. Und es steht unentschieden. Und ich weiß nicht, ob hier einer gewinnt. Und wenn ja, wer? Elmander.
Klasse Vorlage. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Schweinsteiger am Ball. Macht er ihn rein? Oh, schade. Da stand er ganz frei. Aber halt auch im Abseits. Da wieder so ein Ding. Abseits oder nicht. Ich mag mich da gar nicht festlegen. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. So, und das ist nichts für Patienten mit Bluthochdruck. Sie gehen jetzt in Führung. Dreimal hintereinander am Stück, der klassische Hattrick. Super. Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. Und schon wieder eine Grätsche. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ibrahim, das ist das Tor! Und schon wieder ein Treffer. Zwei Tore am Stück. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Dieser Junge ist in den Ball verliebt. Das merkt man in jeder Situation. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin jetzt in diesen Jungen verliebt. Was für eine Aktion. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Mein Gott, das kannst du doch auch laufen lassen. Ja, er zerpfeift dieses Spiel förmlich. Das ist zu kleinlich. Keine Karte, aber Gesprächsbedarf des Schiedsrichters. Ja, und das macht er gut, der Referee. Also sagt ganz deutlich, beim nächsten Mal bist du reif. Und da sollte er sich dran halten. It's time for a change. Wechselzeit. Erstmal nur abgewehrt. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Oh, sie hauen ihn heute so richtig die Bude voll. Ja, nächstes Mal, dass es klingelt im Kasten. Und auch hier ist es wieder relativ einfach. Sie liegen deutlich und klar vor. Aggressives Tackling. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Schweinsteiger am Ball. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Vielleicht können sie aus diesem Freistoß kurz vor dem Ende noch was machen. Oh, jetzt werden sie richtig hart bestraft. Platzverweis und noch ein... Er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Ein Eigentor! Unglaublich! Du musst auf das andere schießen, Junge, nicht auf das eigene. Eigentor! So, und da muss man nicht lange hinschauen. Der hat den Kaffee auf. Total deprimiert. Zu Recht. Um Himmels Willen, das war ein kurioses Eigentor. Irgendwas stimmte mit den Verteidigern heute nicht. Der Schiedsrichter hat die Partie beendet. Endresultat 6:3. Wir wollen ja immer, dass sie schön spielen und gewinnen. Und das haben wir heute gesehen.